Herzlich willkommen zu unserer heutigen Lesung im Rahmen der Tagebuchtage 2011. Die Schriftstellerin Cornelia Schäfer, sie liest im Rahmen der Tagebuchtage von ihrem Tagebuch. Es ist ein Stück mit dem Titel Mein Weg aus dem Burnout. Erschöpfung. Totale Erschöpfung. Nichts geht mehr. Gar nichts. Abgetrennt und einfach ausgelöscht. Urlaubstag. Wie Honig rinnt mir dieses Wort die Kehle hinunter. Kein Büro, keine Anrufe. Niemand, der etwas braucht und niemand, der etwas wünscht. 5 Stunden, nur für mich. 5 ganze Stunden. Der Besprechungsraum war bis auf den letzten Platz gefüllt. Plötzlich verschwand das Stimmengewehr und schien in weite Ferne zu rücken. Ich schaffte es mit einer kurzen Entschuldigung gerade noch in den Waschraum. Und da stand ich dann und starrte in mein blasses Gesicht. Fremd schien mir diese Frau. Mama, klingt es vorwurfsvoll neben mir. Hörst du mir überhaupt zu? Na klar doch, mein Schatz, entschuldige, ich war nur irgendwie in Gedanken. Als der Notarzt kommt, meint er, alles spricht für Herzinfarkt. Blaulicht, Notaufnahme. Willenlos liege ich auf dieser Tragbare. Es war kein Herzinfarkt. Die Freude darüber kann ich nicht fühlen. Ich fühle gar nichts. Die Kraft fehlt. Na gut, das Kind, sind wir Burnout? Ich musste lachen, also fast. Ich meine, Burnout, das war wirklich etwas für andere. Hier stehe ich nun also, mitten im Leben. Am Ende meiner Kraft. 4 Buchstaben, dieses Ruhe. Verheißungsvoll klingen sie. Aber sie machen mir Angst. Schweigen, Stille. Was will sie bringen, diese Stille? Allem ordnete ich eine Wichtigkeit zu, die ich mir selbst verweigerte. Der Wecker tickt beharrlich im Takt der Sekunden. Ich kann dieses Geräusch nicht mehr ertragen. Es ist laut. Viel zu laut. Sie verstehen es nicht. Niemand versteht es. Wie denn auch? Ich hätte es auch nicht verstanden. Gewiss nicht. Von einem Extrem ins andere. Es scheint mir, als würde sich das Leben jetzt genau das holen, was ich ihm, soweit ich es unter Kontrolle hatte, verwehrte. Ich habe das Gefühl, vor einem Puzzle zu stehen. Es fehlen ein paar Teile. Ich halte sie in den Händen, drehe sie, wende sie und kann sie trotzdem nicht zuordnen. Aber irgendwann wird es mir gelingen. Unsichtbar hätte ich mich heute gern gemacht. Heute habe ich eine Bekannte getroffen, eine gute Bekannte. Es war furchtbar. Am liebsten wäre ich auf ewige Zeiten im Boden des Einkaufsmarktes versunken. Stillschweigend untergetaucht oder durch irgendeine Zauberhand undurchsichtig gemacht worden. Aber es klappte nicht. So nett sie plauderte, so wenig verstand sie. Ihre ungläubigen Augen bohrten sich wie Speere in mein Herz. Du? Ausgebrannt? Das gibt's doch gar nicht. Ich meine, gerade du sollst keine Kraft mehr haben. Du warst doch unbezwingbar. Du warst es doch, die uns alle mitgerissen hat. Immer. Ja, Perfektion erschafft Erschöpfung. Ich erkannte die Latte nicht als 17 Meter, sondern als Gesteckkante, als Pflasterstein, der meinen Weg säumt. Naja, 17 Meter sind dehnbar. Gesteckkanten auch. Dann erst gibst du dich hin, dem Leben, dem Göttlichen. Ein Schmetterling, der sich über die Erde erheben kann, schweben kann, wann immer er möchte. Momentan nehme ich nur die Raupe wahr, dieses Wesen, das ich als Kind schon beobachtet habe und mir nie sicher war, ob ich es interessant, niedlich oder schlicht hässlich finden sollte. Und doch. Etwas in mir sagt mir, dass ich mich inmitten meiner Befreiung befinde. Inmitten der schmerzhaften Verwandlung.
Inmitten meiner Entpanzerung, inmitten meiner eigenen Geburt. Und eines Tages, wann auch immer, werden meine Flügel getrocknet sein und der enge, starre Kokon wird zu Boden fallen. Und ich werde fliegen. Ja, alles im Leben hat seine Zeit. Auch jetzt.